Was geht ab, ihr Ringel, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Ender Games auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mit dem Kid Kangaroo. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass ich was in den Kisten hier bekomme am Start. Natürlich bekomme ich nichts. Und ich habe heute einiges zu besprechen oder anzusprechen in dem Video, weil ich habe jetzt lange keine Videos gemacht, ich glaube über einen Monat oder so, und dann habe ich so ein kleines Ankündigungsvideo gemacht, dass bald wieder ein Video kommt, und da ist es jetzt. Und ja, also ich war in den Ferien einfach weg, hatte keine Zeit, und ich sehe einfach keine Kisten. Ist natürlich auch mal wieder geil. Ender Games fuckt mich gerade ein bisschen ab, weil ich einfach so Pech habe. Meine Maus ist irgendwie so komisch. Habe ich die umgestellt oder was? Habt ihr gerade gesehen, wie langsam das war? Mach ich es mal wieder schneller so. Muss ich später umstellen. So, machen wir uns erstmal ein Diamantschwert. Was auch gut ist, ist, dass wir zwei Cobwebs haben. Mache ich mir im Moment auch sehr gerne. So eine Angel. Weil ist einfach krank. So, noch Schuhe und einen Helm. Und es werden schon wieder so viele gekillt. Obwohl es meine Kills sind. Oh man. Ich habe mal Enderperlen oder so habe ich. Leben nur noch 16 Spieler. Nice. Also, ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder mehr Videos aufnehmen kann, und ja, ich komme jetzt gerade von der Schule, den habe ich glaube ich abgestaubt, der hat ein bisschen Rüstung für uns, zack, zack, da ist gleich der nächste, hier in der Nähe. Bei mir geleckt oder war das der Server? Da kommt gleich noch einer. Ich wollte das Eisen noch mitnehmen. Und ich glaube, ich werde gleich teleportiert. Hier ist gleich noch einer. Vielleicht kriege ich den ja auch noch. So, zack. Der nächste ist weit weg. Aber ich crafte jetzt noch nicht. Weil, zack, genau deswegen, weil ich geportet werde. Die Rüstung ist ja eigentlich ganz gut. Gehen wir gleich mal zum nächsten Gegner und noch ein paar Kills noch von den 7 Leuten, die da noch leben. Und ich hasse dieses Waldgebiet. Also, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen spät ist. Aber besser als nie. Sag ich immer. So, den haben wir. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Und versuche ich noch, dass ich hier noch ein paar Kills, noch so 6 Kills, erleben aber noch 5. Ich könnte mir jetzt bessere Rüstung machen, aber zack, als ob ich jetzt genau teleportiert wurde. Der Jonas zockt. Jonas. So, wo ist der Typ, Alter? Da, in der Perle. Der hat ja gar nichts, der Jonas. Zockt. Läuft erstmal gegen Kaktus. Den haben wir. Der hat richtig viel Tränke für mich. Ja man, die Giftpots sind nicht schlecht. Gönnen wir uns erstmal sowas. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Poison. Das ist 2, oder? Ja. Das ist übelst OP. Ich glaube, ich mache mir gleich mal bessere Hose. Aber erstmal kill ich den nächsten.
Wo ist er denn? Ach komm, den hätte ich jetzt echt noch haben können. Na gut, dann mache ich mir halt eine Hose. Zack, und vielleicht noch ein paar Goldäpfel. Alter. Ihr merkt schon, ich habe länger nicht Computer. War länger nicht mehr am Computer. Ich das mal so. So. Okay. Ich habe nicht so viel Enderperlen. Und es leben nur noch zwei Spieler. Ah. Egal. Dann wird das halt eine 6 Runden. Kill-Runde ist auch nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Aber ich hoffe, ihr wisst überhaupt alle, was das Känguru-Kit kann, aber es ist, glaube ich, das bekannteste Kit, was es gibt. Und wenn ich den jetzt vergift, dann müsste ich eigentlich locker easy gewonnen haben. Was ist das für einer? Tobi irgendwas? Tobi Hass? Tobi Hass, alles klar. Ach ja, was ich euch auch noch fragen wollte, ist, ob ihr Lust hättet auf so eine Runde, auf so eine Episode, wo ich dann mein... So, der ist vergiftet. Ist er nicht vergiftet? Mache ich die Ideen rein. Zack, und dann habe ich gewonnen. Da war das Kaktus-Kit, sieht man auch nicht so oft. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Ansprechen oder so. Aber ich versuche bald mal wieder ein bisschen mehr Videos zu bringen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Würde mich richtig freuen. Und einen Kommentar. Und macht's gut und ciao.